Herzlich willkommen zum THC Talk. Herbert Müller heute mit dem Europacup League Spiel Lokomotive Zagreb gegen den Thüringer AC. Der Thüringer AC kann mit 21-28 gewinnen. Herbert, dein Fazit zu dem Spiel? Ja, zuerst mal bin ich natürlich überglücklich, dass wir gut in diese European League Gruppenphase gestartet sind. Ich denke, wir haben einen verdienten Kampfsieg heute eingefahren, wobei wir uns unnötig selber das Leben schwer gemacht haben. Wir haben erstmal überhaupt keinen Fuß in die Halle bekommen, haben mindestens so schlecht gespielt wie das Wetter da draußen und haben dann ewig gebraucht, bis wir wirklich das Spiel an uns reißen konnten. Als wir dann nach einem klaren Rückstand bei 9-9 ausgeglichen haben, haben wir leider Gottes sehr viele freie Chancen liegen lassen, sodass wir Lokomotiva Zagreb im Spiel gelassen haben. Halbzeitstand 13-13. Wir wollten dann einfach nachlegen, sofort wir gut ins Spiel kommen. Und die zweite Halbzeit war so, wie man sich das vorstellt. Plus 7 mit einer super guten Abwehr. Eine Sarah Rönningen, die auch für mich sehr viel Stabilität hat, mit Annika Niederwies in den Innenblock gebracht hat. Dina Eckerle, die ein paar wichtige entschärft hat aus meiner Sicht. Und dann konnten wir Step by Step immer weiter davonziehen. Haben ein bisschen gebraucht, bis wir über die 5 sind. Da war das wieder noch mal ein bisschen hin und her. Aber letztendlich, glaube ich, ein klarer, verdienter Sieg. Aber es war nur ein Kampfspiel. Der Trend ist ja auch im Moment so ein bisschen, wir kriegen auch sehr viele 2-Minuten-Strafen. Ja, mir tut speziell die Wilma Matta ist leid, die jetzt immer wieder irgendwie in komische Zweikämpfe verwickelt wird, die vorne so viel abbekommt und dann hinten ständig die 2-Minuten-Strafen kriegt. Wir müssen gucken, dass wir da kompakter sind, früher helfen. Ja. Wenn wir da ein bisschen früher auch zusammen in einen Zweikampf kommen, dass es klar ist, wo kommt die Hilfe, dann gibt es vielleicht nicht diese klaren Sachen, die uns dann bestraft werden. Gut, danke Herbert. Danke auch.